zu hoch, der wahre Preis unserer Kleidung. Vom Abriss bedroht, Kunst im öffentlichen Raum. Fast ein Wunder, die Auferstehung des Lukas. Einen schönen guten Abend zur Kulturzeit. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen ein Kleidungsstück. Zu Hause finden Sie darin ein eingenähtes Etikett. Darauf stehen aber keine Waschinstruktionen, sondern ein Hilferuf. Zum Beispiel, ich bin Zwangsarbeiterin, arbeite bis zur Erschöpfung. Hilfe. Das ist tatsächlich so geschehen. Mehrere Kunden der irischen Billigkette Primark haben solche eingenähten Hilferufe gefunden. Primark bezeichnete diese Aufrufe als Fake, steht jedoch seit Jahren in der Kritik, weil er Arbeiterinnen und Arbeiter in Billiglohnländern ausbeuten soll. Auch renommierte Marken lassen dort fertigen. Mit dem wahren Preis der Kleidung beschäftigt sich auch der Film True Cost. Simon Unger stellt ihn uns vor. Dies ist eine Geschichte über Mode und ihren wahren Preis. Über eine Milliardenindustrie, die jeden Style als immer neue Offenbarung inszeniert, an der wir teilhaben dürfen, vorausgesetzt wir kaufen. Das ist unsere gewählte Haut. Doch diese Geschichte beginnt nicht auf den Laufstegen, sondern hier, in den Textilfabriken Bangladeschs, Indiens und Chinas. Die Modeindustrie muss einfach mal zur Besinnung kommen. Sie muss innehalten und schauen, wie sie ursprünglich einmal angelegt war. Trends direkt von der Straße in die Fabriken und in die Stores. Das Konzept nennt sich Fast Fashion, eine Strategie für maximale Gewinne und ein Euphemismus für radikale Menschenverachtung. Das wirklich Beeindruckende an unserer Kleidung ist doch, dass sie eines der wenigen Dinge ist, die uns alle miteinander verbinden. Ich meine, wir müssen alle morgens aufstehen, uns anziehen und etwas essen. Das sind die Dinge, die uns mit so vielen Menschen und so vielen Orten auf der ganzen Welt verbinden. Shima ist eine von etwa 4 Millionen Textilarbeiterinnen in Bangladesch. Der Film begleitet die Mutter mit ihrer kleinen Tochter, die nur einmal im Jahr kurze Zeit bei ihr sein kann, weil Shima arbeiten muss. 6 Tage in der Woche. Für knapp $2 täglich. Das reicht für gerade einmal 2 Liter Milch. Doch wie so vielen Menschen in Asien bleibt Shima keine Wahl. Viele Textilarbeiter sterben bei den Unfällen, die immer wieder passieren. Wie bei dem Einsturz von Rana Plaza, wo sehr viele Menschen ums Leben gekommen sind. Das ist für uns immer noch sehr schmerzhaft. Der Einsturz von Rana Plaza 2013 ist das größte Unglück in der Geschichte der Textilindustrie. 1134 Menschen starben unter den Trümmern. Fast 2000 werden so schwer verletzt, dass ihnen Arme und Beine amputiert werden müssen. Der Gerichtsprozess läuft gerade. Die Katastrophe hatte sich angekündigt. Selbst Fabrikbesitzer hatten davor gewarnt. That's how it is. So ist das. Und so etwas wird wahrscheinlich wieder passieren. Sorry, aber es ist eben nicht einfach nur der Preisdruck. Das ist die pure Ignoranz gegenüber dem Leben anderer Menschen. Das kann nicht sein, das ist nicht richtig. Wir leben im 21. Jahrhundert. Das ist eine globale Welt und wir ignorieren einfach das Leben anderer Menschen. Wie kann das sein? The True Cost ist nicht nur ein Film über die Profitgier. Er zeigt die weltweiten Umweltschäden einer überhitzten Wirtschaft. Und es ist nicht nur die Natur, die stinkt, es ist das System. Viele Flüsse in Asien sind von den Gerbstoffen der Lederproduktion so kontaminiert, dass sich die Menschen verätzen, wenn sie damit in Berührung kommen. In Indien, dem größten Baumwollproduzenten, sind die Böden inzwischen so ausgelaugt und vergiftet, dass trotz immer mehr Chemikalien kaum noch etwas wächst. Und in manchen Dörfern gebären die Frauen fast nur noch Kinder mit schweren körperlichen und geistigen Behinderungen. Viele arme Bauern und Arbeiter haben sich so hoch verschuldet, dass sie die Behandlung für ihre Kinder nicht bezahlen können. Sie müssen letztlich den Tod ihrer Kinder akzeptieren. Diese Mutter wartet auf den Tod ihres Jungen. Was verdanken wir der Modeindustrie, der Fast Fashion?
Unsere Städte sind inzwischen gesichtslose Shoppingmeilen. Und unser hysterisches Gebaren, das macht der Film deutlich, ist vielleicht Ursache für das Desaster, aber sicher ein Symptom. Wir sind alle Leidtragende, selbst wenn sich dieses Leid als Leidenschaft tarnt. It's a gray knit sweater and it has pink hearts all over it. I love tie-dye things. Like tie-dye things are literally the bomb.net. I need to stop. Unsere Rolle ist es, zu konsumieren und den ganzen Kram zu kaufen. So als würden wir am Ende einer sehr langen Warenausgabe sitzen, wo wir das ganze Zeug in Empfang nehmen und einfach in unsere Leben schleppen. So als ob wir nicht verantwortlich wären für die Art, wie diese Produkte hergestellt wurden. Die Markenkonzerne haben das in uns verankert. Und das ist kein Zufall. Denn wenn ich es schaffe, dass du dich nur mit dir selbst beschäftigst, mit der Art, wie du aussiehst und was du hast und was du noch alles brauchen könntest, dann kann ich dir eine ganze Menge verkaufen. Then I can sell a lot of things to you. Typisch amerikanisch fordert uns The True Cost natürlich wieder mal auf, unser Konsumverhalten zu hinterfragen. Nun ja, doch die gründliche Recherche der Filmemacher zeigt, wer wirklich die Verantwortung trägt. Es sind die Markenkonzerne und ihre Chefmanager, die Aktionäre und nicht zuletzt die Banken. Auch wenn dieser Film nicht ohne das Pathos des Change auskommt, so ist er dennoch sehenswert. Nicht zuletzt, weil er es schafft, uns für die Schicksale anderer Menschen zu interessieren, von denen wir nur gefühlt längst wissen. Shima, die Näherin, muss ihre Tochter nach einer Woche wieder zurück zu ihren Eltern bringen. Dass sie ihr Kind nur einmal im Jahr sehen kann, ist der Preis, den Shima zahlt. Für die vage Hoffnung ihrer Tochter möge es einmal besser gehen. Es ist für uns wirklich harte Arbeit, diese Kleidung herzustellen. Und ich glaube, die Menschen haben gar keine Ahnung davon, was sie da eigentlich anziehen. Sie kaufen die Sachen und machen sich keine Gedanken. Aber ich finde, an dieser Kleidung klebt unser Blut. Schon Pablo Picasso antwortete auf die Frage, was ist Kunst? Wenn ich es wüsste, würde ich es für mich behalten. Was Kunst ist und was nicht, darüber lässt sich streiten. Besonders schwer hat es die Kunst im öffentlichen Raum. Die steht in der Stadt gerne einfach mal so rum, auf irgendwelchen Plätzen, übersehen, beschmiert, eher selten gewürdigt. In Großstädten, wo jeder Meter profitabel genutzt werden kann, wird da schnell der Abrisshammer rausgeholt. Denn anders als besondere Architektur kann man die Kunst in unseren Städten ziemlich leicht loswerden, wenn man will. Diskussionen gibt es deswegen gerade in Mannheim. Nora Binder war dort. Ziemlich runtergekommen sind sie, die monumentalen Wandbilder des einstigen Künstlerstars Otto Herbert Hayek in Mannheims Innenstadt. Jetzt mal ehrlich, ist das noch Kunst oder... In jedem Fall ist es Kunst und meiner Meinung nach darf es nicht weg. Ich finde das immer problematisch, wenn Kunst entfernt wird. Knapp 4 Meter hoch, mehr als 120 Meter lang. Nicht jeder liebt sie, aber diese Wand gilt als das größte Kunstwerk Mannheims. Und ihr droht der Abriss. Das leerstehende Postareal am Bahnhof haben jetzt 2 Investoren entdeckt. Sie planen ein neues, schickes Stadtquartier. Das Kunstwerk interessiert sie nicht wirklich. Also ich glaube, für die Stadt Mannheim fehlt ein Stück Identität. Und es ist natürlich auch so eine Geschichte, wie gehen wir denn mit Kunst um? Für die Kunsthistorikerin Chris Gerbing ist dieses Wandrelief nicht nur ein Wahrzeichen der Stadt, sondern vor allem ein Werk eines wichtigen deutschen Bildhauers, Otto Herbert Hayek, der mit seiner Kunst schon immer aufrütteln wollte. Hayek will mit diesen Kunstwerken mit dem Menschen kommunizieren. Er will mit dem Menschen in der Stadt, mit dem Menschen auf der Straße, mit Otto Normalverbraucher in den Dialog treten. Und er möchte, dass die Menschen an seiner Kunst sich reiben. Hayek wollte nichts Gefälliges. Mit seinen urbanen Interventionen polarisierte er zeitlebens. Sein Ziel, eine bunte, menschenfreundlichere Stadt zu schaffen. Im australischen Adelaide gestaltete er in den 70ern diesen Platz. Damals das größte zeitgenössische Werk eines deutschen Künstlers im Ausland.
Ab den 60ern prägte Hayek mit seinen Skulpturen den öffentlichen Raum der Bundesrepublik wie niemand sonst. Noch immer sieht man sie überall, in Stuttgart, wo er lebte, Frankfurt, Mannheim. Heute oft missachtet, wollte Hayek doch damit Großes erreichen. Kunst für alle, raus aus den Museen, hin zu den Leuten. Hayek war damit ganz dem Credo seiner Zeit und der sozialdemokratischen Kulturpolitik verpflichtet. Er gehörte zum Künstlerkreis um Willy Brandt, engagierte sich wie er stark für den Dialog mit dem Ostblock. Mit gleicher Werf kämpfte er aber auch gegen den Abriss seiner Werke. Wissen Sie, diese Rohheit, die hier von Mensch zum Ausdruck gebracht wurde, die hat mich sehr erzürnt. Skulpturen wie diese nannte Hayek nicht Kunst am Bau, sondern Kunst als Bau. Seine fest mit den Gebäuden verbundenen Plastiken brachte er sogar ins Schwimmbad. Kunst und Architektur, bei Hayek eine Einheit. Droht der Abriss, verschwindet also auch die Kunst. Darf man das? Leider ja, sagt Gerhard Pfennig, Vorstand der Stiftung Kunstfonds. Der Besitzer hat das Recht dazu. Das deutsche Urheberrecht ist ja etwas widersprüchlich. Das verbietet die Veränderung von Werken ohne Genehmigung des Künstlers. Und es verbietet erst recht die sogenannte Entstellung, das heißt die grobe Verunstaltung von Werken. Sie dürfen nichts mit dem Kunstwerk machen, nach deutschem Recht, außer es komplett zu zerstören. Das ist etwas widersprüchlich, das ist unzivilisiert, das ist aber die geltende Rechtslage. Das Dilemma, die Betonarchitektur der 60er und 70er und ihre Kunst gelten derzeit als eher hässlich. Vor wenigen Jahren wurde an einer Frankfurter Schule Hayeks Hauptwerk, die begehbare Plastik Frankfurter Frühling, klammheimlich abgerissen. 1964 auf der Documenta gezeigt, von der Stadt eigens in Auftrag gegeben und dann der Witterung überlassen. Unterliegt die Kunst auch nur der Mode, dem Zeitgeist? Gibt es eine Halbwertszeit für Kunst? Das darf man natürlich, wenn man sich mit Kunst ernsthaft beschäftigt, nicht zugeben. Ja, es kann so sein, aber diese Halbwertszeiten sind relativ. Die ändern sich wieder. Das ist nicht so wie bei strahlendem Material. Irgendwann denkt man, das ist alles altmodisch. Denken Sie an die 50er Jahre, die Nierentische, sie wurden alle weggeschmissen. Heute sind die sehr begehrt. Das heißt, es gibt Kunst, die in einer bestimmten Zeit nicht mehr als passend empfunden wird. Aber es gibt dann Phasen und Entwicklungen, die dazu führen, dass man sagt, Donnerwetter, das ist ja ein ganz tolles Werk gewesen. Das haben wir gar nicht richtig gesehen. Wird es so auch Hayeks Werk in Mannheim ergehen? Abriss, ja oder nein? Die beiden Investoren wollten sich nicht dazu äußern. Immerhin lässt einer von ihnen mitteilen, dass zumindest geprüft werde, ob man das Werk erhalten kann. Aber ich finde immer, Kunstbesitz, wie Besitz allgemein, verpflichtet auch. Und in dem Moment, wo ich als Investor so eine Arbeit kaufe, lasse ich mich auch auf ein Kunstwerk ein. Ich finde nicht, dass man das einfach so zerstören darf. Meiner Ansicht nach ist das ein großes Defizit in der Arbeit der Denkmalpflege, dass sie nicht stärkeres Augenmerk auf Kunstwerke legt. In Mannheim kamen die zuständigen Stellen der Denkmalpflege zu dem Ergebnis, dass die Fassadengestaltung nicht die Kriterien eines Kulturdenkmals erfüllt. Kunst konnten sie keine entdecken. Für den ukrainischen Regisseur Oleg Sentsov gab es viele internationale Proteste. Berufskollegen, darunter auch berühmte Regisseure wie etwa Pedro Almodovar oder Mike Lee, forderten seine Freilassung, doch sie wurden alle abgeschmettert. Nachdem er auf dem Maidan demonstrierte, wurde er im Mai vergangenen Jahres vom russischen Geheimdienst festgenommen, angeblich wegen der Gründung einer terroristischen Vereinigung. In wenigen Tagen findet der Prozess statt. Unterstützung aus der Filmszene bekommt er diese Woche bei den ukrainischen Filmtagen in Berlin. Maren Beuscher war für uns dabei. Seit mehr als einem Jahr sitzt der ukrainische Filmregisseur Oleg Sentsov nun in Haft, ohne Verfahren. Er sei gefoltert worden. 20 Jahre Haft drohen ihm. Vor den 20 Jahren habe ich keine Angst. Weil ich weiß, dass die Ära des blutigen Zwergs Putin in eurem Land hier viel eher zu Ende gehen wird.
Er hat viel Unterstützung, auch von seiner Cousine Natalia Kaplan, die ihm applaudiert. Sie darf nicht mit ihm reden, aber sie schreiben sich Briefe. Sie hält Kontakt zu Sentsovs Familie. Die Tochter von Oleg, Alina, sie wartet auf ihren Papa. Und das ist sein Sohn Vlad. Jetzt reiste sie nach Berlin. Hier sind die ukrainischen Filmtage, auf denen auch Oleg Sentsov unterstützt wird. Wie geht es ihm? Was schreibt er? Oleg ist gefasst. Er bereitet sich auf 20 Jahre Gefängnis vor, hat aber seinen Humor nicht verloren. Ich schreibe ihm, was über ihn erzählt wird und was in der Ukraine oder Russland geschieht. Er liest sehr viel, lernt Englisch und schreibt Drehbücher. Von Moskau aus wurde Oleg Sentsov gerade in ein Gefängnis in Rostov am Don gebracht. Dort wird er vor einem Militärgericht stehen, weil es um Terrorismus geht. Am 8. Juli soll es soweit sein. Wir fragen seine Anwältin in Moskau, ob sich Sentsov mit Vertretern des ukrainischen Außenministeriums austauschen konnte. Das hat nicht geklappt. Die Russen erkennen Sentsov nicht mehr als ukrainischen Staatsbürger an, weil die Krim nun russisch ist. Deshalb dürfen sich Vertreter des ukrainischen Außenministeriums nicht mit ihm treffen. Die Aussichten sind nicht gut für Oleg Sentsov. Das sieht auch der ukrainische Botschafter in Berlin so, der ebenfalls zu den Filmtagen gekommen ist. Spricht ihr denn mit dem russischen Botschafter in Deutschland? Ich würde sehr gerne mit ihm reden, wenn das Sinn machte. Aber es machte leider wenig Sinn. Und deswegen, wie gesagt, die Entscheidung soll auf der höchsten Etage getroffen werden. Auch wenn die rechtliche Lage sehr düster im Moment ist, die Solidarität der deutschen Gesellschaft ist vorhanden. Und wir glauben, dass auch damit gewisser Druck auf die Politik ausgeübt wird, dass auch die Bundesregierung, die sich einsetzt, aber die auch noch aktiver Druck auf den Kreml machen wird. Doch zumindest ein Russe ist voll auf Seiten Oleg Sentsovs. Der Filmemacher Askold Kurov zeigt in Berlin erste Bilder seines Dokumentarfilms über den Fall. Einmal hat ein russischer Filmemacher bei einem Festival in Genf gesagt, dass man nicht über Oleg Sentsov sprechen sollte, denn Politik habe auf einem Kulturfestival nichts zu suchen. Aber es gibt auch russische Kollegen, die solidarisch sind. Doch die gefallen den russischen Machthabern nicht. Als in einem Moskauer Theater für Sentsovs Unterstützung gesammelt wurde, räumte es die Polizei mit der fadenscheinigen Begründung, das Theater sei vermint. Für seinen in Berlin gezeigten Film Release Oleg Sentsov hat Kurov viele Prominente aus der Filmbranche interviewt. Berlinale-Chef Dieter Koslik ist ebenso dabei wie Regisseur Wim Wenders. Wenders als Präsident der Europäischen Filmakademie war auch dabei, als die Akademie schon letztes Jahr einen offenen Brief an Putin und das russische Kulturministerium schrieb. Ihn hatten auch Weltstars wie Volker Schlöndorff, Pedro Almodovar oder Mike Leigh unterzeichnet. Doch schon damals nur leere Worte des Ministeriums. Für Russland ist er eine Geisel. Ein Beispiel, mit dem sie demonstrieren, was sie einer bekannten Person antun können. Sie können ihm einfach seine Heimat stehlen, seine Menschenrechte und seine Staatsbürgerschaft. Sie können ihn zum Terroristen erklären, weil er die Idee der Freiheit für sein Land Ukraine unterstützt. Oleg Sentsov, ein ukrainischer Regisseur, der mit seinem Film Gamer so überzeugte, dass das Medienboard Berlin-Brandenburg seinen nächsten Film fördern wollte. Doch seine Festnahme verhindert das. Was wird nun werden? Wir rechnen damit, dass es einen Schuldspruch geben wird, ausgehend von der Position, die die Voruntersuchung eingenommen hat. Heute wurde für den 9. Juli der Prozessauftakt angekündigt. Hinter verschlossenen Türen und ohne Hilfe vom ukrainischen Außenministerium. Die ukrainischen Filmtage gehen heute zu Ende. Es ist bewundernswert, dass eine solche Low-Budget-Veranstaltung überhaupt zustande kommen konnte. Und es geht weiter mit den Tipps. Heute kommen sie von Karin Beck-Leubel.
Die beeindruckenden Aquarelle von Walton Ford. Jetzt im neuen Bildband Pancha Tantra, der Titel entliehen einer Sammlung alter indischer Tierfabeln. Fords Bilder erinnern an die großen Illustrationen der Kolonialzeit des 19. Jahrhunderts. Bei genauem Hinsehen eröffnet sich ein Universum voller Symbolik. Die sonderbare Tiermenagerie des Walton Ford. Elias, ich bin nicht euer biologischer Vater. Euer richtiger Vater hieß Evelio Thanatos. Wissen Sie, Evelio ist sowas wie eine Legende auf der Insel. Er wird nächstes Jahrhundert. Zwei ungleiche Brüder suchen den Vater. Franz! Und finden weitere Geschwister. Hör auf! Verdammt nochmal, fängst du schon wieder mit dem Beißen an? Hör auf! Nee. Wir setzen uns abends zusammen und sprechen darüber, was man aus der Bibel über den Umgang miteinander lernen kann. Familienzusammenführung auf Dänisch. Die schräge Tragikomödie Man and Chicken. Sodomie als Normalzustand mit Hühnern im Herrenhaus. Genau wollte ich das gar nicht wissen. Wir üben doch nur, bis wir irgendwelche Mädels kennenlernen. Die Auswahl an Frauen ist gar nicht so übel. Nein, Ingalise will gerne mit mir kommen. Das will sie bestimmt nicht. Ingalise, guck mal. Jetzt in den Kinos der Dreisaatländer. Man and Chicken mit Mads Mikkelsen. Die 21. Rohkunstbau auf Schloss Roskow bei Potsdam. Das Motto in diesem Jahr: Apokalypse. Thematisch orientiert an Wagners Götterdämmerung. 10 Künstler aus 8 Nationen präsentieren Werke, die auf den Ausstellungsort zugeschnitten sind. Gedanken vom Ende und dem darauffolgenden Neubeginn. Rohkunstbau, die 21. noch bis 6. September. Ist der Mensch bald ersetzbar? Dank dem 3D-Drucker lässt sich fast alles reproduzieren. Die Medizin profitiert bereits davon und fabriziert auf diese Weise Hüftgelenke, Zahnersatz, Schädeldecken und sogar Handprothesen für Kinder. Organe allerdings lassen sich bis heute auf diese Weise noch nicht ersetzen. Es wird aber mit Hochdruck daran gearbeitet. 3D-Drucker, so viel steht fest, werden unsere Industrie nachhaltig verändern. Schon heute lassen sich damit nicht nur Waffen, Spielzeuge, komplette Autos und sogar Bürogebäude herstellen. Auch die Kirchen profitieren neuerdings von dieser ausgefeilten Technik. Andreas Krieger über ein wahres Wunder in der Münchner Theatinerkirche. Die erste monumentale Barockkirche nördlich der Alpen. 1675 geweiht. Maßgebend und stilbildend. Die Theatinerkirche. Im Zentrum, am Altar, die 4 Evangelisten. Johannes, Markus, Lukas, Matthäus. Geschaffen von Balthasar Ableitner, dem Hofbildhauer des Kurfürsten. Wie choreografiert, auf einer Bühne. Die Gesichter ungewöhnlich individuell. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Kirche mehrmals von Brandbomben getroffen. Von außen kaum sichtbar. Wie ein Monolith stand sie inmitten der zerstörten Stadt. Im Inneren war sie völlig verwüstet. Den Matthäus, der ganz rechts außen stand, den hat es sofort erwischt. Der wurde einfach vernichtet durch die Flammen. Und der Lukas ist von innen quasi ausgekohlt. Hat von innen her Feuer gefangen und wurde von innen her dann ausgebrannt und ist schließlich in mehrere Teile zerborsten, die dann auch in unterschiedlichen Orten ihre Aufbewahrungsstätte gefunden haben. Seit langem gab es diese Vision. Der Lukas sollte wiederhergestellt werden. Als Grundlage diente dieses Modell im Maßstab 1:7. Gips und Polyamid aus dem 3D-Drucker, kombiniert mit Plastilinergänzungen von Hand.
Später sollten diese Elemente, dann natürlich in Holz, zur Originalsubstanz hinzugefügt werden. An der Technischen Hochschule Deggendorf wird hierfür die neueste Scan- und Frästechnik verwendet. Seit 11 Jahren arbeitet Jörg Maxin am Lukas. Seit 2007 im virtuellen 3D-Raum. Wir haben eine Methode finden müssen, wie wir Ergänzungen konstruieren können, ohne das bestehende Material zu zerstören. Das ist eigentlich die große Besonderheit. Und mir ist eigentlich jetzt aus meiner ganzen bildhauerischen Tradition auch kein Verfahren bekannt, wie wir das anders hätten machen können. So geht das. Erstmal scannen, was noch da ist. Der Scanner nimmt 16 Bilder pro Sekunde auf. Verwackeln unmöglich. Dieser Daumen in Lindenholz war Resultat des ersten Frästests in Deggendorf. Damit wurden die Denkmalpfleger in München überzeugt. Am Computer werden die Scandaten nachbearbeitet und verfeinert. Wenn sie aufbereitet sind, erzeugt eine automatisierte Fräse den Rohling. Wir haben das im virtuellen Raum als Spielsachen zur Verfügung, die wir neu kombinieren können und bleiben aber trotzdem immer in dieser Formensprache. Also wenn wir am Schluss das Ganze ausgeben, geben wir Teile aus, die eigentlich so nah wie irgend möglich an dem sind, was dieser Bildhauer damals eben gemacht hat in seiner Formensprache. Für die Theatinerkirche schuf Balthasar Ableitner in nur 2 Jahren die 4 monumentalen Holzskulpturen. Seine bedeutendste Leistung. Am restaurierten Lukas kann man die originalen und die ergänzten Teile gut auseinanderhalten. Wenn man jetzt hier hinklopft, ja, dann hört man durchaus auch, es gibt ganz unterschiedliche Klänge, was dann letztlich auch ein bisschen Sinnbild dafür ist, wie dick das Ganze ist. Also das ist so technologisch sozusagen unser ganzer Stolz, ja, diese Stierwange. Zum Teil 0,5 mm dünn. Durch das Holz kann man fast durchsehen. Nur in Ahorn konnten diese extrem dünnen Wandstärken erreicht werden. Das weichere Lindenholz hätte es beim Fräsen zerrissen. Links der Zustand vor 11 Jahren. Rechts die hauchdünne Stierwange, die neu aufgelegt wurde. Letzten Oktober im Atelier. Den Rest erledigt die Hand des Bildhauers. Ganz allein kann man die Maschinen dann doch nicht machen lassen. Januar. Die linke Schulter, der linke Arm, die linke Hand und das Buch des Lukas werden montiert. Das Ergebnis nach 11 Jahren Forschung. Die Befestigungstechnik war eigentlich die größte Schwierigkeit. Bildhauerisch von der Formgebung hatten wir Glück, weil dieser Fuß ist sozusagen ein Klon des Fußes vom erhaltenen Johannes. Also wir haben eine Figur gescannt und haben dann aus diesem Rohmaterial, wenn man so will, im digitalen Raum diesen linken Fuß des Lukas geformt. Als nächstes ist Matthäus dran. Aber der ist vollständig verbrannt. Die erhaltenen Figuren sind der Formenschatz, aus dem er im Abgleich mit historischen Fotos rekonstruiert werden soll. In 4 Jahren könnte er fertig sein. Warum ist einer kaputt und der andere ist ein Pappbruder? Das ist nicht schlüssig. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass man wieder die 4 Figuren einfach zusammenfügt. Das sind eben nicht nur 1, 2 oder 2,5, sondern es sind eben die 4 Evangelisten. Bildhauerei im virtuellen Raum. Daraus ergeben sich großartige neue Möglichkeiten. Rekonstruktionen können wissenschaftlich präziser vorgenommen, zerstörte Figuren wieder erschaffen werden. Es ist eine Revolution. Die Kombination von 3D-Techniken mit traditioneller Bildhauerei. Die Wiederkehr verloren geglaubter, wie ein Wunder. Es gibt in Europa tatsächlich noch Länder, die kaum Kinos haben. Albanien zählt dazu. Die Kinolandschaft liegt brach. Während der Diktatur wurden Filme oft als Mittel der Propaganda genutzt. Meist waren es Wanderkinos, die den Film zum Publikum brachten. Nach der Wende kam die Filmproduktion fast gänzlich zum Erliegen. Nach und nach änderte sich das. Der frühere albanische Filmstar Ed Topi hatte sich zur Aufgabe gemacht, dem Film neues Leben
einzuhauchen. Er hat ein Filmfestival auf die Beine gestellt, das am Wochenende zum zweiten Mal stattfinden wird. Maren Niemeyer zeigt uns das Filmland Albanien, ein Beitrag, der in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut entstanden ist. Tirana, Hauptstadt Albaniens. Seit Juni 2014 ist das Land offizieller Beitrittskandidat der EU. Doch für die meisten Europäer ist Albanien ein weißer Fleck, auch auf der kulturellen Landkarte. Der Schauspieler, Journalist und Produzent Edmond Topi pendelt zwischen Stuttgart und Tirana. Er hat sich vorgenommen, die daniederliegende albanische Filmindustrie wiederzubeleben. Im vergangenen Jahr gründete er das internationale DEA-Filmfest. Wir haben eine Aufgabe, unseren Beitrag dazu zu leisten, dass die neue Generation eine richtige Filmindustrie baut. Nach der Wende wurden fast alle Kinos geschlossen. Und das Schlimmste ist, dass auch die Menschen irgendwie ungewöhnt sind, ins Kino zu gehen. Dass Albanien einst ein Land von Kinoliebhabern war, davon zeugt ein versteckt gelegenes Gebäude im Herzen der Innenstadt von Tirana. Im staatlichen Filmarchiv schlummern wahre Schätze. Über 46.000 Filmrollen sind hier in Hunderten von Kühlregalen gelagert. Ein ganzer Raum ist gefüllt allein mit Filmen über den albanischen Diktator Enver Hoxha. Jede dieser Büchsen enthält 6 Dokumentationen oder Nachrichtenbeiträge über Enver Hoxha. Alles über sein Leben. Außerdem haben wir militärisches Material, im Prinzip auch über Enver Hoxha, aber nicht sein Leben. Eher, wie er das Land regierte. Enver Hoxha herrschte über das kleine Land mehr als 40 Jahre mit eiserner Hand, führte es in die völlige Isolation bis zu seinem Tod 1985. Die mediale Inszenierung seiner Person, eines seiner wichtigsten Machtinstrumente. Deshalb förderte er früh den Aufbau einer eigenen Filmindustrie. Edmond Topi war Anfang der 80er Jahre Jungschauspieler. Er erinnert sich, dass Hoxha jede einzelne Filmidee zur Chefsache erklärte. Fast jeder Film wurde von ihm kontrolliert, gesehen und ein Okay zu bekommen. Ohne Okay von ihm gab es keinen Film. Bevor er aus politischen Gründen nach Deutschland flüchtete, galt Edmond Topi als Alain Delon Albaniens. Mit der Love Story Wie alle anderen wurde er 1982 landesweit berühmt. Meist ging es in den Filmen um die sozialistische Vorzeigegesellschaft, Propaganda für das System Hoxha. Es wurde viel gedreht, 14 Spielfilme pro Jahr, über 60 Dokumentarfilme, ein paar hundert Reportage. Inzwischen ist das umgekehrt. Wir haben freie Hand, also politisch befreit. Es gibt aber eine andere Zensur, das finanzielle Zensur. In dem kleinen Museum des Archivs zeugen die Filmtrophäen von einer untergegangenen Epoche. Glanz, der die längst überwundene Diktatur überstrahlt. Ebenso alte Drehbücher, Setfotos und Plakate. Wie Edmond Topi gehörte auch Elvira Diamanti zu der Riege der albanischen Stars. Als junge Frau machte sie als Partisanin im Film Furore. Heute ist sie die Leiterin des Filmarchivs und stolz darauf, das Filmerbe dieser Zeit zu bewahren. Albanien ist ein kleines, sehr armes Land. Und ich empfinde es als ein großes Glück, dass wir hier Filme aus einer Epoche von mehr als 100 Jahren bewahren. Sie zeigen, wie unsere Landsleute damals gelebt und gesprochen haben, wie sie sich gekleidet haben. Faszinierend. Nach dem Zweiten Weltkrieg gelangten diese Filme als Kriegsbeute in das albanische Staatsarchiv. Auch Filmschätze aus Nachbarländern lagern in Tirana. Mit finanzieller Unterstützung der EU begann Albanien schon vor über einem Jahrzehnt mit der Restaurierung und Digitalisierung des Filmerbes. Ein Großteil der knapp 7000 Filme, die hier aufbewahrt werden, ist bereits digitalisiert. Darunter auch etliche deutsche DEFA-Filme aus der DDR, mit der Albanien schon Anfang der 50er Jahre ein Filmaustauschabkommen unterzeichnete. 1954 ist in der DDR ja die Filmhochschule gegründet worden in Potsdam-Babelsberg. Und an dieser Filmhochschule wurden auch albanische Kameraleute
ausgebildet und die kehrten dann in ihre Heimat zurück mit der Kenntnis des DDR-Filmschaffens. Und dieses riesige Studio, das ehemalige UFA-Studio, war natürlich immer ein Fixpunkt, zu dem man aufblicken konnte und wo man sagen konnte, das ist das Eigentliche, wohin wir auch vielleicht einmal wollen, ein so großes, ein so produktives Studio auch in Albanien zu errichten. Das ehemalige Studiogelände in Tirana, Helden von einst im Dornröschenschlaf. Die Albaner gehen spielerisch mit dem schwierigen kulturellen Erbe um, wenn sie zum Beispiel die düsteren Ein-Mann-Bunker in Vohodjas zum Kunstobjekt umwandeln. Edmond Topi ist immer auf der Suche nach Unterstützern für sein Filmfestival. Die albanische Kulturministerin Mirela Kumbaru hat er bereits überzeugt. Und auch das Goethe-Institut unterstützt ihn. Am 4. Juli startet die zweite Ausgabe des internationalen DEA-Filmfestes. In beiden Städten gibt es seit 25 Jahren kein Kino. In diesen zwei Städten versuche ich jetzt ein Festival zu machen. Himmlischen Beistand hat er sich auch gesichert. Die Preistrophäe DEA wurde nach einer antiken Göttin benannt. Sie thront nur wenige Kilometer entfernt von den beiden Festivalorten Gjirokastra und Saranda. Hier, wünscht sich Edmond Topi, soll Albanien als Filmland wieder auferstehen. Morgen schauen wir erneut nach Klagenfurt und liefern Ihnen einen ersten Zwischenbericht vom Bachmann-Preis, was die Autorinnen und Autoren lesen und wie die Jury ihre Texte bewerten, können Sie bei uns ab 10 Uhr live mitverfolgen. Wer den Publikumspreis bekommt, entscheiden Sie. Und zwar noch bis Samstag um 15 Uhr. Stimmen Sie ab auf www.dreisat.de/Bachmann. Wir verabschieden uns für heute mit dem Song Al-Hasidi Terai von Songhoi Blues. Vier Männer aus Mali, die gegen islamischen Terror musikalisch protestieren, mutig. Denn Musik wurde dort mit als erstes verboten. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen miteinander. Al-Hasidi Terai. One day now.